Christian! Du alte Buchhaltungsrakete! Vielen Dank nochmal, ne? Endlich haben wir wieder genug Ordner im Stadion. Ja, und die Bayern haben in der Transferperiode nochmal zugeschlagen, 9 Superstar in Abwehr geholt, ne? Cancelo. Ich habe im Radio nur so mit einem Ohr hingehört und habe gehört, ne, Kanzler wechselt zu Bayern. Klar. Olaf Scholz zu Bayern München. Der Scholz hilft dir auch nicht bei den Bayern, ne? Zum Thema Verteidigung geht, dann ist er auch eher so ein bisschen unentschieden. Naja, im DFB-Pokal kannst du jedenfalls nicht 1-1 spielen. Schon mal gut. Und der Sabitzer ist auch weg, ne? Der Superstar. 3 Spiele für die Bayern gemacht, ey. Andi, sag mal, wie voll bist du eigentlich noch auf dem Platz? Du warst vor dem Spiel bestimmt wieder Gassi, ne? Aber nicht mit deinem Hund, sondern mit deinem Bügeleisen. Ja, und das Berliner Berghain hat doch keinen Superstar mehr. No Isco in the Disco. Union wollte halt wegen dem Isco nicht in Dispo. Die Eisernen bleiben halt hart. Ne, Andi, im Fußball ist es wie eine Liebe. Nur wer bis zum Ende hart bleibt, hat Erfolg. Isco, Dogo, Klingelingeling. Ja, das Problem ist, ne, in Spanien unterschreiben die Spieler Nettoverträge und in Deutschland Bruttoverträge. Das ist, also Brutto ist brutal viel und Netto eben nicht so viel. Also Union ist Brutto und Hertha ist Netto. Ne, Stefan, die haben sie letztens auch ein Drittel mehr Gehalt geboten. Hast gesagt, ne, ich brauche mindestens ein Viertel mehr, sonst mache ich das nicht. Bei dem Isco, ey, normalerweise ist doch im Namen Medizincheck alles klar. Da geht der rein, Fotos, Ende. Ich sage euch aber, wie der Medizincheck abgelaufen ist. Freddy Bobic hat sich getarnt als Union-Arzt. Der Isco kommt rein, die checken alles. Dann fragt der Isco den Bobic, sag mal, wann mache ich mein erstes Spiel im Olympiastadion? Und der Bobic, fragst du nochmal, kriegst du eine gescheuert. Stefan! Du gehörst ja bei uns schon zum alten Eisen. Aber mach dir nichts raus. Die Schrottpreise steigen ja gerade. Hertha BSC, der Hubschrauber in der Bundesliga. Halt ohne Pilot. Ne? Vorne im Cockpit sitzen halt ein Ultra und eine Zecke. Minus und Minus gibt halt nicht immer Plus. Ja, Mann. So wie du, Missverständnisse. Kanze, was soll essen mit deiner Ollen beim Chinesen? Hast du mir doch erzählt. Und sie so, na ja, Mann, was magst du lieber? Hunde oder Katzen? Und du so, sag mal, auf welcher Seite von der Speisekarte bist du denn? Die Hertha, an der Spitze, gut vertreten. Führungsposition kannst du ja auch in den Lebenslauf schreiben, wenn du im Stau schon mal ganz vorne gestanden hast. Kannst vom Bobic halten, was du willst. Kurz vor Ende der Transferperiode, den zu entlassen, da wird aus der Transferperiode mehr Periode als Transfer. Muss halt bis zum Ende der Saison bluten. Ist halt so. Wir haben ja immerhin einen Spieler jetzt verpflichtet, ne? Noch das langt dicke bei dem Kader. Andi, dein Trikot, ne? Ist eine Arbeitsschutzkleidung. Die schützt dich aber nicht vor Arbeit. Du gehst da jetzt drauf. Bei der Transferperiode, ich blick da nicht mehr durch. Wer dann wer hier, da wechselt, da wird Fußball zum Eishockey. Hier hast du ein Trikot, spielst auch noch für uns. Bei uns wird das noch auffallen, wenn ein Spieler wechselt. Stell dir mal vor, bei unseren 8 ist ein anderer Torwart, nicht mehr der Hermann, sondern kommt irgend so ein. Kannst erstmal die Trikots umnähen vom Hermann. Und aus den Resten machen wir dann ein Zirkuszelt für die regionale Künstlertruppe bei uns, die auf dem Seil tanzt. Noch was Gutes getan. Borussia Dortmund war jetzt auch nicht mehr so tätig auf dem Transfermarkt. Wobei, ich habe einen knallharten Tipp für den BVB. 19 Jahre alt, der Kollege, spielt beim 1. FC Nürnberg und heißt Jermaine Nischalke. Der muss einen Vertrag auf Lebenszeit beim BVB. Was meinst du, wenn du ein BVB-Trikot verkaufst, wo nie Schalke, können alle anderen einpacken. Stefan, du bist wie so eine Wolke. Verziehst du dich, wird der Tag hier schöner. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der war Mitglied bei den Wandervögeln, ist aber wieder ausgetreten, weil die wollten nur wandern. Na, Andi, im Nochmal. Du warst doch mit deiner Ollen letztens beim Chinesen. Da fragt die nachher mal, was fragst du denn lieber? Hund, nochmal. Ich hab für setz mal an. Olaf Scholz zu Bayern München, ne? Der ist aber befragen, ja. Na gut. Der hilft dir auch nicht, ne? Bei Fragen. Ja, bei Fragen, Olaf Scholz fragen, genau.